Teil 3, Endoskopie, Manometrie und Perimetrie, also die diagnostischen Schritte, die man machen kann oder machen sollte. Die erste Diagnostik ist das Arzt-Patientengespräch und das ist mir persönlich immer ganz wichtig, denn damit kann man schon mal ganz wichtige Pfeiler oder Richtungen einschlagen, die dann später uns dann hoffentlich zu der richtigen Diagnose führen. Und da sieht man mal, wie umfangreich sowas sein kann und das müssen Sie jetzt nicht alles durchlesen. Generell ist es so, wenn ein Patient kommt und mir typische Refluxbeschwerden berichtet, ist es völlig legitim, dass man sagt, ja, wir behandeln mal das Symptom des Sauren, des Sodbrennens mit einem Medikament und gucken erstmal, was passiert. Genauso ist es auch in der Leitlinie verfasst. Das ist also völlig legitim, das wäre hier dieser Punkt, typische Refluxbeschwerden. Ja, das ist jetzt Übersetzung. Man versucht mal eine Standardtherapie und wenn danach die Refluxbeschwerden weg sind, ist alles in Ordnung. Ich persönlich bin eher ein bisschen großzügiger zu sagen, man guckt sich die Speiseröhre und den Magen mal mit an. Denn dann ist man tatsächlich eher mal auf einer sicheren Seite. Und ich werde gleich nochmal sagen, die Magenspiegelung selbst ist eine Untersuchung, die sehr, sehr gut für den Patienten zu verkraften ist und mit einer geringer Komplikationsrate einhergeht. Sobald irgendwelche Alarmsymptome wie Gewichtsverlust oder Schmerzen beim Schlucken oder Nachtschweiß und dazukommen, da ist gar keine Frage, da muss man dann tatsächlich direkt eine Endoskopie durchführen. Als weiterer Baustein ist eine Funktionsdiagnostik immer wichtig. Immer dann, wenn die Befunde nicht eindeutig sind oder wenn keine Veränderungen an der Speiseröhre zu sehen sind. Die Funktionsdiagnostik zeige ich Ihnen gleich. So sieht also dann eine Magenspiegelung aus. Und das hier schematisch mal dargestellt, also mit dem Endoskop. Es ist ein flexibler Schlauch, der vorne eine Optik dran hat. Die Bilder dieser Optik werden in HD auf einen Monitor übertragen, das sieht man hier. Man geht mit dem Endoskop einmal die Speiseröhre entlang. Man kann sich hier den Pförtner angucken. Man kann sehen, ob jemand eine Hernie hat, also einen Bruch mit Magen hoch, mit Hochrutschen des Magens in den Brustbereich. Man kann sich den Magen selbst anschauen. Da muss man auch Proben nehmen, denn zum Beispiel die Helicobacter Pylori-Infektion, die mit einer erhöhten Säureproduktion einhergeht, ist auch sehr, sehr häufig, auch bei uns in Deutschland. Und die sollte man tatsächlich auch mal ausgeschlossen haben. Auch Erkrankungen der Speiseröhre selbst. Das habe ich hier unten nochmal, wie ein Pilzbefall oder auch Autoimmunerkrankungen sollte man durch Proben ausgeschlossen haben, wenn man einen Verdacht dazu hat. So sieht das Ganze dann aus. Das ist schon ein paar Jahre her. Der Patient im Mittelpunkt dieses Bildes sozusagen. Zwei Schwestern sind für gewöhnlich dabei. Man kann die Untersuchung in einer leichten Sedierung machen. Also man schläft dabei, man bekommt nichts mit. Eine Schwester sorgt dafür oder guckt ständig nach allen Vitalwerten. Also ob der Blutdruck richtig ist, ob der Puls richtig ist, ob genug Sauerstoff im Körper zirkuliert. Und die andere Schwester assistiert bei der Untersuchung selbst. Auch dazu. Gut, wir haben uns dann entschieden, bei Ihnen eine Magenspiegelung durchzuführen. Können Sie kurz beschreiben, wie Sie das empfunden haben? Wie lief das ab? Zuerst habe ich mit dem Doktor ein Gespräch geführt. Er hat mir alles erklärt, was auf mich zukommt. Und dann, weil ich nicht unbedingt das alles merken wollte, dann habe ich mich für Narkose entschieden und das war super. Also Sie haben dabei geschlafen? Ich habe geschlafen, ja, bin irgendwann wach geworden, da haben wir meine Befunde besprochen und das war's. Ja, muss noch geschnitten werden. Ja. Wichtig ist auch, wenn man aber bei der Untersuchung schläft, das ist auch nochmal vielleicht das, was Sie mitnehmen müssten, dann darf man an dem Tag kein Auto mehr fahren und man sollte jetzt auch nicht irgendwie wichtige Geschäfte erlegen wie einen Hauskauf oder sonst irgendwas. Ja, und dabei könnte man zum Beispiel dann so ein Bild sehen. Ja, die Funktionsdiagnostik, das ist das, was immer dann wichtig ist, wenn es doch nicht ganz eindeutig ist. Also, wir haben so ein bisschen jetzt momentan so eine Treppe. Die erste Treppe war, der Patient hat Beschwerden, man nimmt mal so ein Standardmedikament, guckt, wird es besser, ist alles gut.
Dann die nächste Stufe, man entscheidet sich dann doch für eine Magenspiegelung, sieht diese Veränderungen, also die Erosion der Schleimhaut, ist man fertig. Muss man nicht weitergucken, ist die Diagnose gestellt. Jetzt haben wir aber keine Veränderung in der Speiseröhre und irgendwie reagiert der Patient auch auf die Medikamente nicht richtig. Dann ist der nächste Schritt die Funktionsdiagnostik, die, wie gesagt, bei nicht eindeutigen Befunden oder bei einer geplanten Operation oder wenn eine Operation stattgefunden hat und man ist irgendwie noch unzufrieden, man hat das Gefühl, das hat nicht funktioniert noch nicht so richtig, dann ist eine Funktionsdiagnostik wichtig. Und die Funktionsdiagnostik beinhaltet einmal die Messung von Reflux, also von quasi der Säure, die aus dem Magen in die Speiseröhre hochkommt, und von der Speisenröhrefunktion selbst, der Manometrie heißt, also das Manus von Druck. Es wird der Druck in der Speiseröhre gemessen. Ja, das habe ich jetzt einfach mal so mitgebracht. Das wäre zum Beispiel so ein Rekorder, der das aufzeichnet. Ja. Und an diesen Rekorder wird solch eine Sonde angeschlossen. Ja. Ich zeige das jetzt, also ich mache das jetzt nicht in echt nach, aber generell wird die Sonde über Nase in die Speiseröhre, ist ja ganz dünn, ganz flexibel, eingeführt und misst dann über 24 Stunden, was am Übergang Magen-Speiseröhre und die ganze Speiseröhre hoch überhaupt passiert. Ja, und die kann messen, ob da Säure hochkommt, die kann auch messen, ob da was anderes hochkommt, wie jetzt Speise oder auch Luft als Beispiel. Und immer dann, wenn man Beschwerden hat, kann man hier auf diesen Herzblitz draufdrücken und sagen, jetzt habe ich Beschwerden. Und jetzt habe ich wieder Beschwerden. Ja, und was am Ende bleibt, ist, dass man, sobald man das ausgemessen hat, ausgewertet hat am Computer, ziemlich genau sagen kann, ist das, was der Patient hier drückt, passt das mit dem, was da in der Speiseröhre passiert, eigentlich zusammen? Ja, weil es könnte ja auch sein, das haben wir jetzt aber ganz übertrieben, es ist ein Rückenschmerz, ein Rippenschmerz. Und jedes Mal denkt der Patient, oh, das ist ja wieder das Sodbrennen und drückt drauf. Wenn man dann aber gar kein Sodbrennen sieht, dann weiß man, okay, es ist nicht die Refluxerkrankung. Da kann man natürlich dann mit Magentabletten arbeiten, wie man möchte. Zusätzlich kann man hier noch dem Rekorder sagen, wann man sich hinlegt, wenn man wieder aufsteht. Und genauso mit dem Essen. Beim Essen ist natürlich, diese ganzen Phasen des Essens muss man meistens rauslöschen, weil da ist ganz viel los da. Das verfälscht meistens die Ergebnisse. Ja, wie gesagt, das Ganze wird über 24 Stunden aufgenommen, über diese Sonde, und wird dann ausgewertet am Computer. Das dauert immer eine Zeit lang. Und dann kann man sich im Prinzip nochmal genauer damit beschäftigen, was passiert da eigentlich. Und das ist deswegen wichtig, weil es gibt noch zwei ganz wichtige Differentialdiagnosen, also Erkrankungen, die es auch noch sein könnten, neben der Refluxerkrankung, die wir therapieren müssten. Denn es gibt zum einen Menschen, die haben einfach eine ganz empfindliche Speiseröhre. Die haben also ganz Sodbrennen wie alle, aber dadurch Beschwerden. Das ist so ein hypersensitiver Ösophagus, sagt man dazu. Also eine ganz, ganz empfindliche Speiseröhre. Das würde man in so einer Untersuchung sehen. Aber man würde auch sehen, ein funktionelles Sodbrennen. Und das ist so ein bisschen, ja, man kann mit dem Begriff gar nicht richtig was anfangen. Und so ist es auch, denn das ist das Reizmagensyndrom im Prinzip, was man auch nochmal ausschließen müsste. Dass also Patienten Beschwerden haben, obwohl die gar keinen Sodbrennen haben. Eine weitere Untersuchung, das hatte ich eben schon gesagt, da geht es darum, dass man, wenn auch seltene Erkrankungen der Speiseröhre auch tatsächlich einmal ausgeschlossen haben sollte. Da geht es auch, die Untersuchung funktioniert auch über eine Sonde, die über die Nase in den Magen eingelegt wird. Und dann muss man als Patient 10-mal Wasser schlucken. Und anhand dieses Schluckvorganges, der hier jetzt grafisch dann dargestellt wird, mit verschiedenen Druckkurven. Das ist also im Prinzip, können Sie sich vorstellen, hier oben ist jetzt der obere Schließmuskel der Speiseröhre. Und hier ist die Speiseröhre selber, da geht jetzt quasi der Schluck einmal runter. Die Speiseröhre bewegt sich ja in einer Peristaltik, also die befördert das, was oben reinkommt, einmal nach unten. Das ist hier der Weg nach unten, auch auf einer zeitlichen Achse dargestellt. Hier muss der Muskel kurz aufmachen, damit es hier unten reinkommen kann. Und da kann man dann sehen, wie gut funktioniert der Muskel. Lässt er locker
macht er wieder dicht und wie gut arbeitet die Speiseröhre. Das ist auch später wichtig für Operationen, denn manche Operationen zielen darauf ab, dass die Speiseröhre noch richtig gut funktioniert. Und die sind dann immer schlecht, wenn die Speiseröhre doch nicht gut funktioniert. Also generell immer dann, wenn man eine Operation sich überlegt, dann muss man auch hier nochmal die Druckwerte in der Speiseröhre selbst messen. So. Wir haben uns ja dann mit Ihnen gemeinsam dazu entschieden, dass wir Sie einem Chirurgen vorstellen, um eventuell eine Operation durchführen zu lassen. Davor haben wir zwei Untersuchungen noch ergänzt. Können Sie sich noch daran erinnern, welche das waren? Ja, das war pH-Metrie und Manometrie. Manometrie, genau. Wie lief das ab, die Untersuchung? Wollen wir kurz mal erklären? Ja, ich habe Sonde durch Nasenloch in Speiseröhre gelegt bekommen. Genau. Ja, und dann musste ich Flüssigkeit schlucken. Und dadurch wurde festgestellt, ob die Speiseröhre funktionsfähig ist oder nicht. Ja. Und die zweite Untersuchung habe ich auch Sonde durch Nasenloch in Speiseröhre gekriegt und da konnte man messen, wie viel Säureausstoß vom Magen rauskommt. Genau. Und nächsten Tag ist das entfernt worden. Ja, es wurde über 24 Stunden belassen. 24, ja, genau. Und anhand dieser Untersuchung konnten wir, wie Sie schon richtig gesagt haben, erkennen, dass die Speiseröhre ordnungsgemäß funktioniert und dass der Reflux, den wir gemessen haben, gut mit Ihren Beschwerden zusammenpasste. Ja, das heißt, Sie hatten ja diesen Rekorder dabei und auf dem Rekorder konnten Sie dann im Prinzip eine Taste drücken, wenn Sie sagen, oh, jetzt habe ich Sodbrennen. Ja, genau, so war das. Genau, und diese Verbindung konnten wir gut darstellen und es war dann für uns sozusagen das gute Gefühl, dass wir Sie dann auch dem Chirurgen vorstellen konnten. Mhm.